Herr Heinrich, 50 Jahre Künstlerhaus Lidder in Bethel. Was ist das Künstlerhaus Lidder? Was zeichnet es aus? Wie viele Künstler arbeiten hier? Über das ganze Jahr haben wir Anbindung an um die 100 bis 150 Künstlerinnen und Künstler, die teilweise in verschiedenen Projekten arbeiten, teilweise in der Sommerakademie dann über 80 Künstler tätig sind und eben im Kunstalltag, in den Kunstkursen dann können bis zu 10 Künstler in den Ateliers arbeiten. Dann haben wir noch die Vormittagskünstlergruppe und dann haben wir auch noch Künstler in den Ömer-Ateliers. Sie sprechen nicht von Kunsttherapie hier, sondern Sie sprechen von Künstlern. Das ist ein besonderer Ansatz, den Sie pflegen. Aus diesem besonderen Blick heraus, aus diesem künstlerischen, sehen wir auch die Arbeit an sich, nämlich der Fokus ist auf Kunst gerichtet. Die Welt kommt rein, aber die Künstler gehen auch nach draußen. Wir haben hier ein Projekt eben gestartet, wo Lidder-Künstler als Dozierende in Kunst und künstlerische Institutionen gehen, in Kultureinrichtungen gehen und dort ihre Kunst lehren. Eine Sache gibt's, nämlich dass jeder hier eigentlich innerlich für die Kunst brennen muss. Es werden keine Aufgaben hier gestellt, es gibt nur technische, natürlich technisches Know-how vermittelt, aber die Kunst selbst muss aus jedem ganz eigenständig herauskommen. Wir sind lediglich Hebammen, die versuchen, diese ganz eigene Kunstsprache zutage zu bringen, nicht mehr und nicht weniger. Jahre heißt ja nicht, dass man jetzt stillstehen kann, auch wenn man viel Vorreiter auch war, Avantgarde. Wo wollen Sie hin in den nächsten Jahren? Dass es nicht noch weiter öffnet, Lidder, das wäre die eine Richtung. Die andere wäre, dass ich gern noch unsere unbekannte Schöne, nämlich unsere Sammlung, auch in Form einer schönen Räumlichkeit noch präsentieren will, in einer ständigen Dauerausstellung. Das wäre so die andere Richtung, wie wir mit unserer Sammlung umgehen. Auf der einen Seite dieses Bewahren und auf der anderen Seite noch stärkeren Akzent eben auf diese Öffnung richten. Und so versuchen wir immer wieder, viele ins Boot zu bringen und gleichzeitig, dass das große Boot Lidder auch immer wieder in unbekannte Gewässer fährt.